Sprachfehler. Ich habe voll den Sprachfehler. Naja, ich nehme halt das Gras jetzt damit, damit wir ein paar Weizendinger bekommen. Weizen-Dingens, ne? Ihr wisst schon. Weizensamen, genau. Weizensamen. Das ist das richtige Wort. Geht mir aus dem Weg, sonst schleiche ich versehentlich vielleicht noch. Gut, da muss ich hier wieder ein bisschen Terraforming betreiben. Geht aber zum Glück ganz schnell. Eins, zwei, eins, zwei. Und ich glaube, ich soll euch eine weitere Geschichte über ein Land erzählen. Nehmen wir mal. Das nächste Land, an was ich jetzt denken werde, ist, das mache ich jetzt. Mailand? Mailand gibt's nicht, aber es gibt Mailand. Ja, Mailand ist ja eine Stadt, die gehört zu Italien, aber früher war es auch ein Teil des Heiligen Römischen Reiches, was ich dann selbstständig erklärte und später dann mit Italien vereint wurde. Oder zu Italien vereint wurde, egal. Scheiß auf Deutsch, wie gesagt. Okay, gut. Hier haben wir auch jetzt ein bisschen Erde. Können wir für andere Sachen gebrauchen? Gut, und jetzt ist es... Jetzt klebt das Haus nicht mehr am Berg dran. Ne? Und wir haben jetzt hier ein freies Sichtfeld. Mehr oder weniger... Ne, vielleicht soll ich es ja abfackeln und das auch. Weil das stört eigentlich nur dieser große Fleck. Okay, gut. Und jetzt, hat Wolli neue Wolle, das ist gut, deswegen habe ich ihn auch so benannt. Und jetzt baue ich das Dach, aber wirklich, ne? Ich drücke mich jetzt nicht mehr davor, sondern baue das jetzt konsequent. Neues Wort habe ich gesagt. Konsequent muss ich mir angewöhnen. Okay, dann bauen wir jetzt dieses konsequent gut prägerierte Hausdach. Von welchem ich es mir erhoffe, dass es nicht reinschütten wird ins Haus. Kurz gesagt, ich baue jetzt das Dach, damit es nicht regnet. Genau, und ich brauche Treppen. Oder vielleicht auch nicht. Na, ich sollte vielleicht zunächst die Wände bauen. Ich möchte ja hier einen zweiten Stock bauen, sag ich mal. Genau. Ich bin gerade überlegen, wie ich es bauen soll. Soll ich vielleicht hier das Dach nach oben bauen? Aber ich glaube, das würde dann nicht so genau cool aussehen. Hier würde es vielleicht aussehen, wenn ich so breit baue, so ungefähr. Dann hätte ich hier so eine Art Dachboden. Aber das würde dann, glaube ich, auch ein bisschen komisch aussehen. Ich würde es gerne so machen, dass ich es hier so nach oben baue und dann hier so gerade weitergehen lasse und dann hier hinten abschrägen lasse. Ich glaube, das würde dann... Na, ich baue es jetzt erst einmal so, dass ich hier... Gleich habe ich es. Ach, ich probiere es jetzt einfach mal. Wir können es hier abreißen, falls es nicht passen sollte. Ich baue das jetzt erstmal so. Und das ist bis jetzt total falsch. Dieser Block muss weg. Das muss so sein, genau, dann... Halt nein, das muss aus Stein sein. Verdammt! Ich brauche noch ein paar Steine. Aber ich kann Treppen schon mal bauen. Oh Gott, wir brauchen so viele Treppen jetzt, ah. Aber wir haben genug Holz gesammelt. Also gut, dann benutze ich jetzt mal das ganze Eichenholz, was wir jetzt da gesammelt haben. Und baue daraus eine Menge Treppen für das Dach. So, ist das genug? Nein mehr, ich brauche mehr Treppen. Treppen. Mein Nomadenleben auf den Steppen. Steppen? Sagt man das so? Steppen? Ja. Die Steppe. Steppen. Plural von Steppe. Steppen. Ach, egal. Scheiß auf Deutsch. Ich mach
mache mir so viel Sorgen wegen Deutsch und so, ne? Na, das ist nicht richtig Deutsch. Aber wenn das meine Lehrerin sieht, dann kriege ich eine 6. Wegen Überdummheit. Ach, scheiß drauf, wegen übergroßer Dummheit in Deutsch, genau. Jetzt gut, ich baue das jetzt mal so. Nein, so nicht. Ich glaube, das Problem hatte ich schon mal. In Parts. Keine Ahnung, in irgendeinem Part halt, ne? Ach, so ist es eigentlich besser. Von unten so bauen. Oder vielleicht auch nicht. Frustration. Kevin benutzt Frustration. Die Attacke ist sehr effektiv. So. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich runterfalle. Ich habe mir heute ein Part angesehen, wo ich das Dach von unserem alten Haus gebaut habe. Und da hatte ich dasselbe Problem, was ich jetzt habe. So, dieses Dachdingens kommt weg. Ich hasse Dächer bauen. Ich hasse Dachdecker. Ich verstehe meinen Freund nicht. Der ist nämlich Dachdecker in Ausbildung. Und ich verstehe ihn nicht. Ich würde da verzweifeln. Jetzt ist es hier falsch. Weg damit. Gott, nach dem Bau des Daches werde ich zum... Muss ich eingeliefert werden. Hier, Wette. Warum will der jetzt nicht bauen? Ist eigentlich so schüchtern. Bau! Du sollst bauen! Jetzt geht da nichts! Jetzt geht was! Ich glaube, ich muss es so machen. Nein! Nicht so! Nein! Nicht so! Na, wobei! So! Scheiß Bau! Scheiß Dach! Kann nicht reden, muss Dach bauen. Ich glaube, das wird ein bisschen zu eng, kann es sein? Na, wie gesagt, das werden wir schon sehen. Da muss ich das Dach wahrscheinlich neu bauen, wenn es nicht passen sollte. So, das ist hoffentlich leichter, yippie. Oder vielleicht auch nicht. Ich wette, ich habe in diesem Display schon 2 Äxte wegen übergroßer Dummheit verbraucht. Weil ich damit Treppen entfernen musste, die ich falsch gebaut habe. Wo? Fuck, zack, 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 zack. So, gut, jetzt die andere Seite. Keine Lust. Na, wobei, hier ist, da unten ist es nicht so schwierig, weil hier unten nichts abfliegt. Von der Ebene her. Zack, 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 zack. Wer ist der Minecraft-Profi? Ich bin der Minecraft-Profi. Ha, ha, ha. Und ich schere dich jetzt. Schere dich, du Schaf. Das muss entfernt werden. Bei Allah und Buddha und Jesus und was es noch für Götter gibt. Das muss weg. Gut, jetzt haben wir es endlich hinter uns. Dieses bescheuerte Dach. Fürs Erste. Aber wir haben hier noch ein paar Treppen. Die können wir auch platzieren, aber es ist zum Glück nicht mehr so schwierig wie diese Seitendächer hier. Aber ich mache, das haben meine Häuser so an sich, diese Eigenschaft, dass ich hier so Seitendächer baue. Also gut, dann sehe ich jetzt hier die Stufen. Ich hoffe, ich schaffe es wieder am Stück, so wie vorhin. Ah, schade, schade. Wäre cool gewesen, wenn ich es geschafft hätte. Ah, verdammt, verdammt.
Verdammt, verdammt, verdammt! Weg damit! Weg damit! Das stört! So. Ah, gut, dass wir hier noch ein paar Steinziegel haben, die können wir gleich hier hin platzieren. So. Brauchen wir wieder neue Cobblestones, befürchte ich. Wir haben so wenig gesammelt. Aber ich möchte meinen Keller jetzt nicht dauernd erweitern. Ich glaube, ich muss dann da irgendwann mal woanders hingehen und Cobblestones sammeln. Oh ne, jetzt wird's wieder scheiße. So seitlich jetzt. Zack. Zack. So, kann wieder nicht reden, muss Dach bauen. Nein! Oh, das fängt ja schon mal gut an. So. Und man sieht im Hintergrund den Dschungel, das ist auch mal ganz nett, auch wenn es Nacht ist. So, während wir hier unsere kleine Siedlung am Dschungel hier ausbauen, glaube ich, dass die Mayas sich auf einen Angriff gegen uns vorbereiten. Warum ich jetzt darauf komme, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, ich werde bald zu dieser Pyramide vorbeischauen, wo wir mal waren, und die restlichen Ressourcen mitnehmen. Und dann werden wir schauen, was die Mayas bis dorthin alles gebaut haben. So, jetzt ist jetzt die andere Seite. Oder wisst ihr was, ich mache zunächst das hier fertig. Auf der Seite. Weil wir hier sonst einen Block abholzen müssen und dann immer irgendwo den Block suchen müssen, wo wir dann rausgehen können. So, zack, dann zack. Nein, falsch. Ah. So. Dann sehen wir auch gleichzeitig von hier, wie es so aussieht. Genauso mache ich das jetzt. So. Da hinten ist übrigens der Lavasee, deswegen ist es hier ein bisschen heller. Da drüben. Da, wo wir damals, ja, Lava für unser Portal geholt haben. Da, wo ich gesungen habe wie ein Mädchen. Gleich habe ich es geschafft. Da kann ich euch wieder über die Abenteuer von Christoph Kolumbus. Nein, natürlich nicht. Ah, jetzt geht's schon wieder los bei mir mit dem Dach. Ihr seht es, wie bescheuert ich mich mit dem Dach anstelle. So, in der letzten Schauwelt hatte ich nicht solche Probleme. Da bin ich einfach durchgerusht, so wie vorhin hier bei diesen Balken hier. Aber ausgerechnet im Let's Play, das ist der Vorführeffekt. Das ist dieser berühmte Vorführeffekt, wo jeder Let's Player sich darauf beruft, wenn er Scheiße baut. Ja, dann sagt er einfach, das wurde Vorführeffekt. Oh, langsam haben wir keine Treppen mehr. Verdammt, ich muss dann wieder Holz sammeln gehen. Na, ein Urwald, dich rühre ich nicht an. Sehe ich aus wie ein Brasilianer? Nein. Nix gegen Brasilianer. Verdammt, weg damit! So, gut. Na! Ah! Du kommst weg. Blöder, bescheuerter Block. Nein, Leck! Oh Gott. Das hätte mir noch gefehlt. Lecks beim Dachbauen. Ich brauche jetzt volle Konzentration. Vielleicht soll ich in ein Konzentrationslager. Nein. Alles klärchen. Da müssen zwar noch. Oh, jetzt fängt es zum Regnen an. Wie passend. Jetzt, wo wir unser Dach bauen, fängt es zum Regnen an. Genau. Könnte mir gar nichts Besseres vorstellen. So sieht das Haus von außen aus.
Kann man lassen, oder was meint ihr? Ich glaube ja. Sieht zwar ein bisschen langgezogen aus, ich weiß, aber... passt eigentlich. Wir können es ja noch ein bisschen, wie gesagt... verunschönern oder so, damit es ein bisschen wie eine Methalle aussieht. Weil mein Ziel ist es im Prinzip, das wie eine Methalle aussehen zu lassen, aber momentan sieht es aus wie ein anständiges Bürgerhaus. Oder so ein Bauernhaus, ein XXL-Bauernhaus. Aber egal, das sehen wir dann schon, wie das wird. Das ist hier nur eine Alpha-Version unseres Hauses. Gut, ich glaube, ich brauche wieder ein paar Cobblestones. Wie viel Speicher habe ich denn noch? Oh Gott, ich habe nicht mehr so viel Speicher. Oder? Ich schau mal nach, Moment. Ich kann es ja hier gleich mal schnell machen. Computer. Speicher habe ich noch 55 GB. Das reicht für eine halbe Stunde nur noch. Ja, aber ich möchte jetzt schon noch das Dach fertig bauen. Ich kann jetzt ja nicht so halb fertig lassen, ne? Natürlich kann ich's. Okay, dann beende ich den Part jetzt an der Stelle mit diesem Bild hier von unserem Haus. Das momentan, ja, aussieht wie langgezogen, ne? Irgendwie so langgezogen aus, ne? Sieht, vielleicht kann man ja einen Bauernhof oder sowas draus machen. Indem wir hier so ein Feld hin machen. Und der Hund bellt draußen. Na gut, in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt hier fürs Erste und dann geht's im nächsten Part weiter mit dem Bau unseres Hauses. Hoffentlich werden wir es bis dorthin fertig schließen können. Also, bis zum nächsten Part. Tschüss, Leute. Ach, Wikinger-Musik. Nee, das ist Ägypter-Musik. Das ist doch keine Ägypter-Musik. Ach, egal, bis zum nächsten Part. Ciao.